Servus Leute, das Wetter draußen wird langsam richtig schön. Es ist fast Zeit, ein bisschen Street Hockey zu spielen. Das einzige Problem manchmal auf der Straße ist, dass wenn man einen Puck benutzen möchte, dass sie nicht wirklich gut rutscht auf dem raueren Asphalt. Aber ich zeige euch heute drei Pucks, die sich ganz gut für die Straße eignen und erkläre euch, welcher Puck am besten für Schießen ist, für Stickhanding und auch für das allgemeine Zocken. Auf geht's! So kommen wir zum ersten Puck. Das ist wirklich der Klassiker, das ist der Original Green Biscuit. Es besteht aus zwei Teilen mit der Federung in die Mitte. Somit federt der Puck einiges ab auf dem Asphalt und rutscht ganz schön schön. Man kann fast alles damit machen. Es eignet sich auch, wenn man ein bisschen zocken will mit Freunden. Zum Stickhanding passen ist das Teil wirklich perfekt. Das Einzige, was man nicht damit machen kann, ist richtig hart damit ballern, sonst geht es kaputt. Dann kommen wir zum kleinen oder großen Bruder vom Green Biscuit. Das ist der Green Biscuit Pro. Einziger Unterschied zum Green Biscuit ist, dass es diese Gummistreifen eingebaut hat. Und damit hat man ein echt gutes Gefühl. Man kann sehr gut damit Stickhanding üben. Das einzige Nachteil, somit ist der Puck nicht ganz so stabil, weil wenn man hier sieht, damit die Gummiteile fest drin bleiben, ist eine kleine Rille drin. Das Plastik hier ist ganz schön dünn. Und wie man hier sieht, geht es, wenn man damit zocken möchte, relativ schnell kaputt. Aber zum Stickhandling ist es wirklich überragend. Kommen wir zum letzten Puck im Bund. Das ist der Street Hockey Puck vom Smart Hockey. Und das eignet sich ganz gut zum Schießen. Es rutscht nicht ganz so gut wie der Green Biscuit, aber man kann, wenn man Torhüter hat oder man richtig ballen will oder schießen möchte, ist der Smart Hockey wirklich meine erste Wahl, weil ich habe das Teil schon seit 4 oder 5 Jahren und es geht einfach nicht kaputt. So, ich möchte für euch einfach vergleichen, wie die Pucks rutschen, der Green Biscuit gegen den Smart Hockey Puck. Wie vorher mal erwähnt, der Smart Hockey Puck eignet sich ein bisschen besser zu schießen, rutscht nicht ganz so gut. Green Biscuit und der Green Biscuit Pro rutschen genauso gut wie einander. Das ist hier der Green Biscuit. Wie man sieht, rutscht es für einen Puck auf dem Asphalt richtig gut. Und das ist hier der Smart Hockey Puck. Rutscht trotzdem ganz okay. Es ist auch ein bisschen schwer wie der Green Biscuit. Das ist auch ein Grund, warum es nicht ganz so gut rutscht. Aber der Green Biscuit rutscht besser. Und jetzt kommen wir zum Härtetest. Den Green Biscuit werde ich nicht schießen, weil ich weiß, dass es kaputt geht. So, im Rutschen, klar hat der Smart Hockey Puck einen kleinen Nachteil. Jetzt werde ich das aber gegen das Tor ballen, der aus Stahl gebaut ist, und schauen, ob überhaupt was passiert beim Smart Hockey Puck. Passiert absolut gar nichts. Für ein Spiel zum Zocken mit Torhüter, wo man richtig ballen will, kenne ich keinen besseren Street Hockey Puck. So, das war's zum Thema Pucks auf der Straße bei Marcel's Hockey School. Meine Wahl für die beste Allrounder, solange ihr nicht gegen Torhüter schießen wollt oder richtig hart gegen Pfosten, ist auf jeden Fall der Original Green Biscuit. Wenn ihr nur Stickhandling üben wollt, hat der Green Biscuit Pro ein richtig gutes Gefühl, würde ich es empfehlen. Und wenn ihr aber richtig ballen wollt mit Goalies, ein Riesenspiel draußen aus dem Asphalt, dann schlägt nichts der Smart Hockey Puck. Ich wünsche euch alle einen schönen Sommertraining. Wählt den Puck, die zu euch am besten passt. Viel Spaß da draußen und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.